Willkommen zurück, Geschwister. Lass uns mit deinem Gebet öffnen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für die Segnungen jetzt während des Sabbats. Wir danken dir, dass du uns langsam, aber sicher führst, dass wir dein Wort verstehen können. Diese ganzen Geschichten zusammenzubringen, and to reprove us and warn us, um uns zu tadeln und uns zu warnen and to teach us what's coming, und uns zu lehren, was kommt, and also to allow us to experience those things in some degree, und dass du uns auch erlaubst, diese Dinge auch in einem gewissen Grad schon zu erfahren. Lord, as we have this question and answer session, und jetzt, wo wir diese Frage- und Antwortstunde haben, please give us wisdom to answer according to your. Bitte gib uns Weisheit zu antworten gemäß deines Wortes und erinnere uns an all die vielen Punkte, die du uns bereits gezeigt hast. Und bitte segne meine Geschwister mit Herzen, die offen sind, Fragen zu stellen. Und ich bitte auch, dass du sie mit Verständnis segnest. Und wir bitten das im Namen Jesu. Amen. Amen. Okay, so I think a lot of information today. Ich denke, das waren natürlich viele Informationen heute. Ich hoffe, dass noch ein paar Fragen übrig sind, auch wenn es nur ein paar sind. Bitte fühlt euch frei. So, das ist ein Zitat, was wir über die päpstliche und heidnische Verfolgung gelesen haben. Wie erklären wir das nochmal? Da, wo sie Matthäus 24 und 25 parallel gesetzt hat. Also ich weiß, was du meinst. Also sie meint da diese, oder sie spricht da über diese große Verfolgungszeit von heidnischer und päpstlicher Verfolgung. Yes, because, oder große Trübsal von. One place she says it's the papal persecution, the 1260, right? Also an einer Stelle sagt sie, das ist die päpstliche Verfolgung, nämlich die 1260. And another place she says it's pagan and papal persecution. An einer anderen Stelle sagt sie, es ist heidnische und päpstliche Verfolgung. Okay, but she's a prophet, right? Aber sie ist ja eine Prophetin, richtig? She's often putting things down on paper that she didn't understand herself. She had to study them out, right? Sie hat oftmals auch Dinge niedergeschrieben auf das Papier, was sie selbst gar nicht so richtig verstanden hat. Okay, so und sie muss das selbst studieren. We take Matthew 24, right? Wenn wir Matthäus 24 nehmen. Christ is standing here and he's pointing them down to this point. Christus steht dort und er weist sie dann hinab auf diesen Punkt hier. Okay, this is the beginning of sorrows, right? Und das hier ist der Anfang dieser Wehen. Wars and rumors of wars, right? Kriege und Kriegsgerüchte. And the beginning of sorrows would bring you down to this point, right? Der Anfang der Wehen bringt dich dann hinab hier zu diesem Punkt. It brings you to the end of the first test, right? Das bringt dich zum Ende des ersten Tests. Then Titus comes. Und dann kommt Titus. It is the great tribulation according to Matthew 24, verse 15, und das ist right? Die große Trübsal gemäß Matthäus 24, Vers 15. Okay, and in Matthew 24, she parallels it to Daniel chapter 11, verse 31, right? Und in Matthäus 24, Vers 15, setzt sie das parallel with, what did you say? Daniel 11, 31. Mit Daniel 11, Vers 31. Which is the beginning of the 1260. Was der Anfang der 1260 ist. Okay, so the Bible's in agreement with the quote where she says it's the 1260, right? Also die Bibel ist in Übereinstimmung
mit dem Zitat, wo sie sagt, dass es der Anfang der 1260 ist. Which is this history, right? Was ja dann diese Geschichte hier darstellen würde. Because that 1260 got cut short here, right? Denn diese 1260 ist ja dann hier abgekürzt. However, when we go to the book of Daniel, chapter 7 and 8, chapters 7 and 8. Aber wenn wir dann zum Buch Daniel kommen, Kapitel 7 und 8. Okay. It's the history of Rome and its two phases, this time period, right? Dann ist das ja die Geschichte von Rom in seinen zwei Phasen, also diese Zeit hier. Pagan and papal, right? Zuerst das heidnische Rom, dann das päpstliche Rom. So it doesn't contradict the thought, right? It's just two different thoughts that you need to bring together. Also es ist nicht, dieser Gedanke ist also nicht widersprüchlich, sondern es sind einfach zwei verschiedene Gedanken, die du zusammenbringen musst. Prophetically, it's speaking about the same time period, right? Prophetisch gesehen spricht es jeweils hier über dieselbe Zeitspanne. In one sense it's the 1260, in another sense it's pagan people. In einem Sinne ist es die 1260, in einem anderen Sinne ist es hier heidnisch und päpstlich. Right? That's how I would understand it, because the Bible and the Spirit of Prophecy both put the 1260 there. Right? Das ist so, wie ich das verstehen würde, denn die Bibel und die Geisterweissagung setzen jeweils die 1260 hierhin. And the Bible and the Spirit of Prophecy both put pagan and people persecution there. Right? Und die Bibel die Geisterweissagung setzen sowohl heidnisch als auch päpstlich dann hier in dieser Zeit. 1260 is also here, right? 1260 ist ja auch hier auf dem Großen, richtig? The 1260 is also here, right? Die 1260 ist auch dann da. Okay, so the God is teaching us, right? Gott lehrt uns. So we just got to put those things in place and allow the scriptures to teach us, right? Gott muss diese Dinge an Platz setzen und uns die Erlaubnis geben, dass die Schrift uns lehrt. Okay. The one thing we can be sure that the 1260 is always illustrating a time of trial, a time of where you're being tested. Aber eine Sache können wir sicher sein, die 1260 ist immer eine Zeit der Prüfung, ist eine Zeit, wo du getestet wirst. Okay. That's the best answer I can give you, Matthew. Das ist jetzt so die beste Antwort, die ich dir momentan geben kann. Sonst jemand noch? Can you maybe repeat this 40 years after, was it after the crucifixion where the destruction, where Ellen White puts the destruction of Jerusalem? Ah, no, okay. I forget it. I knew it more once time, but I said to repeat. 40 years, you said? Yeah, I mean, it was 40 years, no? Also, and you want him to explain it? Or you I think you mentioned it. Yes. Also, fragt nochmal nach diesem Zitat, wo Ellen White sagt, dass die Zerstörung Jerusalems oder dieses Zeichen für die Zerstörung Jerusalems 40 Jahre nach der Kreuzigung war. War das Kreuzigung? Ja. Okay. The quote about Titus, right? He read it today, right? Yeah, genau. I mean, I didn't read the quote about 40 years. No, but I'm just referring to this quote that he read today about Titus, right? Also es gibt ja dieses Zitat mit Titus, was wir heute gelesen haben. Okay, so she says the same sign that was marked at Titus. She says that sign was to be given 40 years later at the destruction of Jerusalem. Right? Also dieses Zeichen. You mean what spoke about Cessius? Also das Zeichen mit der Umzingelung von Jerusalem, sagt sie dann, sollte 40 Jahre später bei der Zerstörung Jerusalems dann beachtet werden. Also das wäre ja dann Titus. So basically from the destruction of Jerusalem comes here, right? Also diese Zerstörung Jerusalems oder vielmehr Jerusalem würde hier umlagert werden, richtig? Right. 40 years later can't be Cestius because Cestius wasn't 40 years later. Cestius was 36 and a half years later. 40 Jahre später kann ja nicht Cestius gewesen sein, weil Cestius war 36 und halb Jahre später. So speaking about Titus, that's why I'm marking it with this quote. She says, Titus, the sign comes. She says, 40 years later, the sign. Und deswegen markiert es dadurch Titus, denn das war Titus, der 40 Jahre später kam. Und das war dann das Zeichen, worauf sie sich bezogen hat. Wo wäre dann der Anfang der 40 Jahre in dieser Darstellung? Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Aber der Punkt, den ich machen möchte. Let's go.
Yeah, let's go. Here's the baptism of Christ, right? Also hier haben wir die Taufe Christi. Yes. Stimmt's? He went into the wilderness for how long? Er ist in die Wüste wie lange gegangen? 40 days, right? Für 40 Tage. When Jonah comes out of the belly, how many days did he say the destruction of Sodom was? Als Jonah aus dem Nineveh. Als Jonah aus dem Bauch kam, was hat er gesagt, wie lange soll danach Nineveh zerstört werden? Yeah, but it's Nineveh, you're right. Thanks. Yeah, 40 days. Right? 40 Tage. Okay, but the destruction of Nineveh, according when you go to the book of Nahum, is the destruction of Babylon, right? Also die Zerstörung Nineves ist gemäß dem Buch Nahum die Zerstörung Babylons. Okay, so you have these two destructions, right? One, you have to come down, it would be one here to Jerusalem, and here would be Babylon, right? Also wir haben diese zwei Zerstörungen, also hier einmal Jerusalem und dann hier Babylon. Okay, so this 40, because when Christ went into the wilderness for 40 days, it brought him to here, where Satan came and tested him three times, right? Diese 40, wo Jesus in die Wüste gegangen ist, bringt dich dann hier hinab nach dort, weil hier wurde Christus dann dreimal geprüft. Because at the third time, it's marked where the devil, it says he fled from him for a season, right? There's a little time of peace, right? Denn beim dritten Mal, der dritten Versuchung, sagt es dann, der Teufel floh von ihm für eine gewisse Zeit, also das, diese kleine Zeit des Friedens. Okay, because the third time Satan comes to him is like your final test. Denn das dritte Mal, wo Satan dann zu ihm kam, das ist so wie dieser finale Test. So this little box at the end here, diese right? kleine Box dann hier am Ende, which would be here, this, right? Was das hier wäre. Okay, and you pass that test, that's it, you're done, because the angel came in. Strengthened him right there, right? Also wenn du diesen Test da bestehst, dann ist alles in Ordnung, dann ist geschehen. Der Engel kam dann nämlich hinab und hat ihn gestärkt. Okay, the point I'm making is that the 40, whether it's 40 years or 40 days, points forward to a time period where the message is given before the test comes. Right? Also diese 40, ob es jetzt Tage oder Jahre sind, ist jeweils dann eine Zeit, die vorwärts weist, hin, wenn der Test dann kommen würde, am Ende dieser Zeit. Okay. You also have them, when they came out of Egypt, they went into the wilderness for 40 years. Als sie aus Ägypten kamen, sind sie für 40 Jahre in die Wüste gegangen. Okay. Christ, when he comes out of the belly in Revelation 12, he goes into the wilderness, right? Und Christus, wenn er in Offenbarung 12 hier aus dem Bauch kommt, dann geht er auch in die Wüste, richtig? For 3.5 years, und für 3.5 Jahre. Okay. But it still brings you to the final test. Was bringt dich dennoch hin zum finalen Test? Okay, so 40 days, 40 years, so 3.5 years, it's all this wilderness that you go into. Right? 40 Tage, 40 Jahre, 3.5. Das ist alles diese Wüste, in die sie hineingehen. Okay, so go back to this point, right? So the 40 years brings you to the destruction of Jerusalem, right? Die 40 Jahre bringt dich zur Zerstörung Jerusalems hin. But the point is that it's from the cross that she says it went from, right? The 40 years. Aber diese 40 Jahre sind vom Kreuz vorwärts. Yes, and that. No, okay. And if we can. The cross was on Passover, right? Das Kreuz war zu Passa. Right, and Passover is here, right? Und Passa ist hier. In this one, right? It would be here. Look at the time of peace here, right? Das wäre dann hier und kleine Zeit des Friedens danach. Destruction of Jerusalem is Passover. Right? Die Zerstörung Jerusalems ist Passa. Okay, so Christ says, tear down this temple in 3 days I will rebuild it, right? Christus sagt, reiß diesen Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. So in that quote, she points from the cross 40 years later at the destruction of Jerusalem. Und von dem Zeitpunkt, also vom Kreuz an, hat sie gesagt, 40 Jahre später ist die Zerstörung Jerusalems. Okay, so all the other 40s go from this way mark. All die anderen 40er, die fangen von dieser Wegmarke dort an. Okay, so I didn't know how to explain this, unless you can show that by principle the cross is also here, right? Ich weiß dann auch nicht genau, wie man das erklärt. Es sei denn, man kann sagen, sozusagen im Prinzip ist das Kreuz ja auch dann hier. But if the cross is there, it's not representing the destruction of Jerusalem because it's here. Right? Aber wenn das Kreuz da am Ende ist, dann stellt das nicht die Zerstörung Jerusalems dar,
weil die Zerstörung Jerusalems ist ja dort. It's just maybe marking the point where the whole world rejects him. Markiert vielleicht einfach den Punkt, wo die ganze Welt ihn verwirft. But it doesn't matter. We need to prove that. Aber das macht jetzt erstmal nichts zur Sache, denn wir müssen das erstmal alles beweisen. Also sie setzt ja auch den 22. Oktober parallel mit dem Kreuz in diesen Zitaten, die wir gelesen haben. Das Kreuz in dieser Darstellung stellt die, die Verwerfung der Wahrheit dar. Okay, so there at least you have it in that sense, right? Zumindest hast du es dann in diesem Sinne am 22. Oktober markiert. So you have a point to mark for the 40 years going forward. Also in dem Sinne hätte man einen Zeitpunkt hier zu markieren, wo die 40 Jahre dann anfangen könnten. But the only problem is in that court, she says, from the destruction of Jerusalem. She's dealing with the God's people, so the cross for books, like you said, no, she points to the structure. No, she points forward. Yes, points forward. Yes. Yes. Sie weist vorwärts auf die Zerstörung Jerusalems hin. No, what about when she talks about 40 years later? But what she says is he's on the Mount of Olives when he gives the sign. No, so. Yes, that's right. So. But I think it's referring to the point of the cross to the destruction of Jerusalem. Yeah. That is the thing. So it's only the cross. He's on the Mount of Olives. It's the Mount of Olives, and that's it's not marking the cross, but he's. No, I mean, she refers to when he's on the Mount of Olives, and she says 40 years after it was to be heeded. Because when he gave the sign 40 years later, because he literally, when he was on the Mount of Olives, he was just a few days before the cross. Yes. So, in this sense. Yes, and that's true. And there's another, I'm sure there's a couple of quotes that talks about this 40 years. I need to go look them up. Okay, the end of the day. From my perspective, I would suggest it's going from the start of here, but I still don't fully understand how to explain it, even though you have this here. Yes. Also letztendlich tendiere ich dazu, dass diese 40 Jahre dann wirklich hier anfangen und dann hier runterweisen, auch wenn ich das noch nicht völlig alles beweisen kann, aber man hat zumindest hier eine Darstellung, dass das Kreuz auch hier am Ende ist. Okay, but if you go with the weight of evidence from the other ones, the chances are it's marked that, but for me, I want to be able to prove that point. Also wenn du sozusagen mit der Beweislast vorwärts gehst, dass die ganzen anderen 40er ja auch dann hier anfangen, dann hätte man da einen weiteren Indikator dafür, aber ich möchte das gerne wirklich handfest beweisen können. Yeah, it's probably just something we've overlooked and forgotten about, and when you mention these things, it reminds me to go look at it. Vermutlich etwas, was wir einfach irgendwie überblickt oder beziehungsweise vergessen haben, das nochmal nachzuschauen. Aber es ist gut, dass du jetzt das nochmal aufgebracht hast. Right. Sonst noch irgendwas, zum Beispiel, was Lorenz präsentiert hat? Räder in den Rädern. Also das ist jetzt nicht in Bezug auf die Vorträge, aber zum den Fragen oder die Frage, die Lucia gestellt hat, über die 1260. Why do we say that the Great Tribulation in Matthew 24 marks the whole period of the 6 and 7? Also warum sagen wir, dass die große Trübsal von Matthäus 24 hier diese gesamte Zeitspanne abdeckt, 6. und 7. Plage? Because the 1260 gets cut short. Weil es sagt hier, die 1260 wird abgekürzt. Right. So it doesn't, the 1260 is not finished. Deswegen die 1260 ist dann nicht zu Ende. And if you go to Revelation 11, your Bible. Wenn wir zu Offenbarung 11 gehen in der Bibel. And I'd have to refer you to Sister White, you have to look it up, but she talks about the two witnesses, right? Und Ellen White, sie spricht ja über diese zwei Zeugen. Now this is the same time period, right? Und das hier ist ja dieselbe Zeit.
Es fängt an. There was given me a reed like unto a rod, and the angel stood and rise and measure the temple of God and the altar and them that worship therein. So it's a test, right? Es ist ein Test, ja. Which is marked his test today is these 10 days, right? Wir haben ja diese Tests als diese 10 Tage beschrieben. But the court which is without the temple leave out and measure it not, for it is given unto the Gentiles and the holy city shall they tread underfoot 42 months. How long are they going to tread it underfoot? Wie lange werden sie die sie unter die Füße treten? Okay, so for 42 the Gentiles, right? 42 Monate, also die Heiden werden das tun. 42 months is the whole thing, right? 42 Monate ist das Gesamte. However, the first group is going to be cut short according to Matthew 24, right? Aber die erste Gruppe ist ja hier abgekürzt dann gemäß Matthäus 24. Because that time period is actually also being fulfilled at the beginning of the seventh plague, right? Weil diese Zeitspanne ist ja dann erfüllt am Anfang der siebten Plage. When you get to the seventh plague, it's finished. Wenn du zu Anfang der siebten Plage kommst, dann ist es an sich abgeschlossen. But in the end of the okay, let me ask this question. Where does the punishment come on Babylon in the 1260? Wo kommt die Bestrafung über Babylon in der 1260? Okay, the end of the 1798, also am Ende der 1260. This is not the end of the 1260. Deswegen, das hier ist nicht das Ende der 1260. There's the punishment of Babylon, there's the end of the 1260. Hier ist die Bestrafung über Babylon, das ist das Ende der 1260. Right, now when you read this, right? Wenn du das jetzt hier liest, Vers 2. But the court which was without the temple, leave out, measure not, for it is given unto the Gentiles and the holy city, shall they tread underfoot 42 months. And I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,260 days clothed in sackcloth. How long are they to prophesy? Wie lange sollen sie weissagen? 1260. Okay, but what happens is here they come to put them to death, right? Also es passiert, hier kommen sie und bringen sie zu Tode. They have the final test. Und sie den finalen Test. They get lifted up. Wenn sie erhöht. Then what do they do? Was tun sie dann? They prophesy. Sie weissagen. For the rest of the 1260. Für den Rest der 1260. Right? Sister White says the 2 witnesses are to prophesy for 1,260 days, right? The whole time. Anne White sagt, die 2 Zeugen sollen für die 1260 weissagen, die gesamte Zeit. This is them trying to prevent them doing that. Also das hier ist sie sozusagen davon abzuhalten, das zu erfüllen. And if it wasn't for the Lord cutting short the period of their trial, there would be nobody left to preach the rest of it. Und wenn der Herr nicht die Zeit ihrer Prüfung abkürzen würde, dann gäbe es gar keinen mehr, der übrig bliebe, um das ja zu erfüllen bis zum Ende. Because all the martyrs here, right? Weil hier haben wir die ganzen Märtyrer. So he cuts short their trial, lifts them up, and then they continue to preach, right? Deswegen verkürzt ihre Prüfung, erhöht sie und sie fahren fort zu predigen. Because Babylon must be warned before the end, right? Weil Babylon muss gewarnt werden, bevor das Ende hier kommt. Right? Stimmt's? So it's fully 1260, right? Deswegen ist es die gesamte 1260 dann. Because 1790 is when Babylon gets punished. Weil 1798 ist da, wo Babylon bestraft wird. Does that help your question? Hilft dir das? Okay. I mean, this topic that I did it because of your question, right? I will repeat that, right? So we will go over those things in greater detail. What are you referring to? A recent question? Or no, the question that she asked a few days before we came on the... Also Jennifer hat noch eine andere Frage, die sie einige Tage vor dem Seminar gefragt hat, und die werden wir dann auch noch im größeren Detail jetzt morgen dann in zukünftigen Präsentationen behandeln. Okay. Everybody tired, long day? Jeder müde, langer Tag. Okay, then let's close with... Dann lass uns mit Gebet abschließen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für die Zeit, die wir hier in deinem Wort verbringen konnten. Ich bete, dass es wie Sauerteig in unserem Herzen wirken möge. Hilf jeden Einzelnen von uns, unsere eigene Bedürftigkeit zu erkennen.
Help us, Lord, not to let pride rise up. Hilf uns, dass nicht der Stolz in uns aufkommt. But let us pray and trust that the soft and subduing spirit of grace will come upon us. Sondern lass uns beten und vertrauen, dass diese sanfte und unterwerfende Gnade über uns kommt. And that we would accept our lot and that the way is difficult. Und dass wir unser Los akzeptieren, auch wenn der Weg schwierig sein möge. But that you've promised to give us grace for every step. Aber du hast uns versprochen, Gnade für jeden Schritt zu geben. So help us to look away from our evil hearts. So hilf uns wegzuschauen von unseren bösen Herzen. Because we will only always get discouraged. Denn da werden wir sonst nur entmutigt werden. And help us to look upon the merits of Christ. Und hilf uns, auf die Verdienste Christi zu blicken. And fix our eyes upon his promises. Und unsere Augen auf seine Verheißungen zu richten. That in spite of our difficulties we can have hope that das we can get through. Trotz all unserer Schwierigkeiten wir Hoffnung haben können, dass wir hindurchkommen werden. Und wir wollen dir danken und das im Namen Jesu bitten. Amen. Amen.